Der Krieg in der Ukraine könnte jetzt bereits zu Ende sein. Aber jetzt kam heraus, dass die USA Ende 2023 erneut einen Waffenstillstand in der Ukraine abgelehnt haben. Also die USA sind wirklich der allergrößte Heuchler. Alle Details in diesem Video. Direkt einen Monat nach Kriegsausbruch gab es bereits die ersten Friedensverhandlungen, aber der Frieden wurde von Großbritannien damals verboten. Und jetzt, Ende 2023, kam das nächste Angebot von Putin für einen Waffenstillstand in der Ukraine, aber diesmal haben die USA das Ganze abgelehnt. Ihr seht also, der Westen hat keinerlei Interesse an einem Frieden. Das Nachrichtenportal Reuters schrieb letzte Woche, exclusive. Putin's suggestion of Ukraine ceasefire rejected by United States, sources say. Auf Deutsch, exklusiv. Vereinigte Staaten lehnen Putins Vorschlag für einen Waffenstillstand in der Ukraine ab, sagen Quellen. Und das ist wirklich echt krass. Nicht nur, dass hier erneut ein Waffenstillstand verhindert wurde, sondern, dass die USA das Ganze verhindern. Ich meine, sind die USA im Krieg oder was? Offiziell behaupten die ja immer, keine Kriegspartei zu sein. Offizielle Kriegsparteien sind Russland und die Ukraine. Also müsste doch die Ukraine über den Waffenstillstand entscheiden. Aber daran seht ihr erneut, dass die Ukraine nur eine Marionette von den USA sind. Das Reuters-Portal schrieb weiter, 13. Februar. Der Vorschlag des russischen Präsidenten Wladimir Putin für einen Waffenstillstand in der Ukraine, um den Krieg einzufrieren, wurde von den Vereinigten Staaten nach Kontakten zwischen Vermittlern abgelehnt, wie drei russische Quellen Bekenntnis der Gespräche gegenüber Reuters erklärten. Das Scheitern von Putins Ansatz läutet das dritte Jahr des tödlichsten Konfliktes in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg ein und zeigt, wie weit die beiden größten Atommächte der Welt noch voneinander entfernt sind. Eine US-Quelle bestritt, dass es einen offiziellen Kontakt gegeben hat und sagte, Washington werde sich nicht auf Gespräche einlassen, die die Ukraine nicht einbeziehen. Putin habe Washington 2023 öffentlich und privat über Mittelsmänner, unter anderem über Moskaus arabische Partner im Nahen Osten, signalisiert, dass er bereit sei, einen Waffenstillstand in der Ukraine in Betracht zu ziehen, so russische Quellen. Putin schlug vor, den Konflikt an den russischen Grenzen einzufrieren, war aber nicht bereit, einen Teil des Russland kontrollierten ukrainischen Territoriums abzutreten. Tja, letztes Jahr gab es ja bereits mehrere Friedensinitiativen und die größte kam damals aus Südafrika. Eine ganze Delegation an afrikanischen Staaten reisten ja nach Russland und auch in die Ukraine, um für die Friedensverhandlung zu werben. Aber auch einige Staaten in den arabischen Ländern wollten ja Frieden vermitteln und das sei wirklich eindeutig, dass Putin für Friedensverhandlungen bereit ist. Aber selbstverständlich hat Putin seine Kriterien für den Frieden und bereits letztes Jahr hatte er ja einen ganzen Katalog mit 12 wichtigen Punkten vorgestellt. Und unter anderem stand da drin, die eroberten Gebiete im Osten und die Krim bleiben bei Russland behalten, dann die Denazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine und außerdem kein NATO-Beitritt der Ukraine, um sie als neutralen Puffer zu behalten. Das waren wirklich für Putin die drei allerwichtigsten Punkte, von denen er auf gar keinen Fall abweichen wird. Und damals, in den Friedensverhandlungen im März 2022, war die Ukraine zu genau diesen Zugeständnissen bereit. Man hatte das Ganze schon vorbereitet, weil klar, Putin stand ja bereits direkt vor Kiew. Aber dann kam der britische Premierminister Johnson, der einen Frieden verboten hat und dann ging der Krieg weiter. Und mittlerweile hatte Zelensky sogar ein Dekret erlassen, das es sogar verbietet, mit Putin offiziell zu verhandeln. Also offenbar muss Putin erst erneut wieder direkt vor Kiew stehen, bevor Zelensky und die USA erneut verhandeln wollen. Aber genau danach sieht es jetzt ja gerade aus. Die groß angekündigte Gegenoffensive der Ukraine war komplett gescheitert und die Ukraine verliert gerade im Osten sehr wichtige Städte. Zelensky hat letzte Woche sogar seinen obersten Armeechef Saluschny ausgetauscht, weil der immer wieder gesagt hat, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann und man sich in einem Patt befindet. Und jetzt
kommt auch noch dazu, dass die Ukraine seinen wichtigsten finanziellen Partner verloren haben, weil die USA kein Geld mehr schicken kann. Also alle Voraussetzungen stehen für die Ukrainer jetzt schlechter als damals noch im März 22. Und je länger sie jetzt einen Waffenstillstand oder sogar eine Friedensinitiative verweigern, desto weiter werden sich die Chancen für die Ukraine verschlechtern, weil Putin immer weiter vorrückt. Und genau das schreibt ja auch Reuters. Eine dritte Quelle, die mit den Gesprächen vertraut ist, sagt, alles ist mit den Amerikanern gescheitert. US-Präsident Joe Biden drängt den Kongress seit Monaten, mehr Hilfe für die Ukraine zu bewilligen, stößt dabei aber auf Widerstand von Verbündeten des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Der US-Beamte sagte, dass es offenbar inoffizielle Track-2-Gespräche zwischen Russen gegeben hat, die nicht der Regierung angehören, sodass die Vereinigten Staaten aber nicht offiziell daran beteiligt gewesen waren. Der US-Beamte sagt, dass Putins Vorschlag basierend auf dem, was öffentlich wurde, unverändert gegenüber früheren Forderungen sei, dass Russland ukrainisches Territorium behalte. Der Beamte deutet an, dass in Moskau offenbar Frustration darüber herrsche, dass Washington sich wiederholt geweigert hat, den Vorschlag zu akzeptieren. Putin sagte dem US-Talkshow-Moderator Tucker Carlson letzte Woche, Russland sei zum Dialog bereit. Also, die Amerikaner behaupten natürlich offiziell, dass es keine Gespräche mit Russland gegeben hat, weil klar, Präsident Biden will Zelensky ja nicht noch mehr in den Rücken fallen, als er es bereits mit den ausbleibenden US-Hilfen jetzt tut. Aber es wäre doch komplett töricht, wenn die USA alle Kommunikationskanäle zu Putin abschalten würden. Das hat man ja nicht mal damals im Kalten Krieg gemacht. Und deswegen wird natürlich zwischen beiden Seiten weiter kommuniziert. Das Portal schreibt weiter, drei russische Quellen zufolge trafen sich die Vermittler Ende 23 in der Türkei. Eine vierte diplomatische Quelle sagt, dass es auf russischer Initiative hin inoffizielle Kontakte zwischen Russland und den USA über Vermittler gegeben hat, aber offenbar nicht zu nichts geführt hat. Drei russischen Quellen zufolge wurde Putins Friedenssignal nach Washington weitergeleitet, wo sich hochrangige Beamte, darunter der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses Jack Sullivan, des weiteren Direktor der CIA Bill Burns und der Außenminister Anthony Blinken trafen. Die Idee war, dass Sullivan mit Putins außenpolitischem Berater Ushakov sprechen und die nächsten Schritte festlegen sollte, so die russische Quelle. Doch als der Anruf im Januar kam, sagte Sullivan zu Ushakov, Washington sei bereit, über andere Aspekte der Beziehung zu sprechen, aber nicht über einen Waffenstillstand ohne die Ukraine. Also offenbar hat es wirklich Gespräche zwischen hochrangigen US-Vertretern und Russland gegeben, aber die USA habe Gespräche ohne die Ukraine abgelehnt. Und das kann man natürlich verstehen, dass die USA nicht ohne die Ukraine verhandeln wollen, weil der Krieg ist ja in der Ukraine. Aber trotzdem ist das für mich eine riesengroße Ausrede, weil die Ukraine ist ja bekanntermaßen eine Marionette der USA. Und wenn die USA jetzt der Ukraine sagen würden, dass die endlich zu diesen Gesprächen kommen sollen, dann würde Zelensky sofort antanzen. Da sie aber nichts zu Zelensky gesagt haben, wurde diese neue Chance auf einen Frieden verpasst und damit von den USA verhindert. Und das ist wirklich sehr, sehr traurig. Was sagt ihr denn zu dieser neuen verhinderten Chance für einen Waffenstillstand in der Ukraine? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare unter dem Video.